Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, in der Reihe viertes Buch Moses, nach der Auslegung von Charles Andrew Coates, Kapitel 25. Nun, die wiederholten Versuche, einen Fluch auf das Volk Gottes zu bringen, gänzlich fehlgeschlagen waren, änderte der Feind seinen Kampfplan. Wenn Bileam nicht verfluchen konnte, wollte er zu verderben suchen, Kapitel 31, 16. Und das hat sich oft als ein erfolgreicher Plan erwiesen. Die Töchter Moabs wurden ihnen zum Fallstrick. Sie luden das Volk zu den Opfern ihrer Götzen ein, Vers 1 und 2. Die Freundlichkeit und die Einladungen der Welt sind mehr zu fürchten als ihre Flüche. Und wir dürfen nicht annehmen, dass nur junge Gläubige diesem Fallstrick ausgesetzt sind. Denn das geschieht am Ende der Wüste und macht seinen Einfluss dem Bilde nach auf die geltend, die ein gut Teil geistlich fortgeschritten sind und etwas von dem Segen des innewohnenden Geistes kennen, der nicht nur in der inneren Befriedigung beruht, sondern auch in der Macht, den Sieg über die Feinde zu erringen. Die Tatsache, dass Personen ausdrücklich Gegenstände der göttlichen Wirksamkeit sind, bewirkt, dass es das unabänderliche Ziel Satans ist, zu verführen und zu verderben. Und zuweilen wird dann leider offenbar, dass solche, die der Verfolgung siegreich widerstanden, durch das zu Fall kommen, was sich an die fleischliche Genusssucht wendet. Wie oft gelingt es der Freundlichkeit der Welt, ja, sogar den niedrigsten Lüsten des Fleisches, das Volk Gottes von seiner erhabenen Höhe herabzustürzen. Nicht an die Kindlein, sondern an die jungen Männer, die stark sind, in denen das Wort Gottes bleibt und die den Bösen überwunden haben, ergeht die Warnung. Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. 1. Johannes 2, Vers 15. Und Israel hängte sich an den Baal Beor, Vers 3. Satan benutzte das, was sich an unser Fleisch wendet, sein wahres Ziel aber ist dabei etwas, was von ihm herrührt, an die Stelle zu setzen, die Gott in den Herzen seines Volkes haben sollte. Sein Bestreben ist, uns unter den Einfluss des Götzendienstes zu bringen. Die Anfänge der Untreue sind daran zu erkennen, dass unser Umgang mit Gott nachlässt. Satan wird uns das natürlich zu verbergen suchen, doch die Gnade Gottes lässt uns nicht ohne Warnung. Seien wir immer bereit, ehrlich gegen unsere eigene Seelen zu sein. Wenn wir uns dazu überreden suchen, dass dies und jenes harmlos ist, so tun wir das im Allgemeinen nur, weil wir das innere Gefühl haben, dass es sich mit dem in Frage stehenden nicht so verhält, wie wir es gerne sehen. Fragen wir uns ehrlich, fördert das, dem wir uns zuwenden, unsere Freude und Freiheit zum Gebet im Kämmerlein, unsere Liebe zur Schrift, unser Wohlgefallen am Verkehr mit geistlichen Personen, oder unsere gewohnheitsgemäße Erfahrung der Nähe Gottes. Wenn nicht, so lasst uns bei Zeiten gewarnt sein und den Götzendienst fliehen. 1. Korinther 10, Vers 14. Ehe er sein tödliches Werk an unseren Seelen vollendet hat, wachen wir über die Anfänge solcher Einflüsse, über die ersten Schritte des Abweichens. Lasst uns mit dem Psalmisten beten, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken, und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf ewigem Wege. Psalm 139, Vers 23 und 24. Wie viele, die einst im Geiste wandelten, hängten sich am Baal Beor und aßen Schlachtopfer der Toten, der toten Götzen. Psalm 106, Vers 28.
Es ist zu bemerken, dass die Midianiter von Abraham abstammten, 1. Mose 25, 2. Sie stellen also den Einfluss dar, den von Natur Verwandte haben, uns in weltliche Gesellschaft zu ziehen. Sie luden das Volk ein, heißt es, doch es ist nicht immer geraten, Einladungen zu entsprechen. In seinem ersten Brief an die Korinther schreibt Paulus: Wenn aber jemand von den Ungläubigen euch einladet und ihr wollt hingehen, 1. Korinther 10, 27, er riet ihnen nicht hinzugehen, verbot es aber nicht. Er lässt ihnen darin Freiheit. Und das Christentum ist eine Weltordnung der Freiheit, nicht der Knechtschaft. Es konnte sein, dass sie in ihrem fleischlichen Zustande kaum die völlige Absonderung verstanden, die ein Volk, unter dem Gott wandelte, kennzeichnen sollte. Doch in dem zweiten Brief, als die Anzeichen von Selbstgericht unter ihnen offenbar geworden waren, macht er sie auf das Wort aufmerksam: Gehet aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. 2. Korinther 6, 17. Heiligkeit kann nicht ohne Absonderung aufrechterhalten werden. Und wenn sie nicht aufrechterhalten wird, so ist sicher irgendeine Form des Götzendienst vorhanden. Weltliche Verbindungen und Beziehungen zum Götzendienst erfordern ernste Maßnahmen. Sie sind eine Herausforderung des Herrn zur Eifersucht. 1. Korinther 10, 22. Da sprach Jehova zu Mose: Nimm alle Häupter des Volkes und hänge solche dem Jehova auf vor der Sonne, damit die Glut des Zornes Jehovas sich von Israel abwende. Und Mose sprach zu den Richtern Israel: Erschlaget ein jeder seine Leute, die sich an den Baal Beor gehängt haben. Verse 4 und 5. Im Einklange damit stellt sich der Herr der Versammlung in Pergamos als der dar, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat, Offenbarung 2,12. Er sagt zu dieser Versammlung, dass sie solche dort hat, die die Lehre Baalams festhalten, die den Balak lehrten, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen, Hurerei zu treiben. Und dann fügt er hinzu: Tue nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwerte meines Mundes. Offenbarung 2, Vers 14 und 16. Das zeigt klar, dass das, was Israel zu Schittim widerfuhr, sein Gegenstück in christlichem Bekenntnis hat, und der Hinweis auf Balaam in 2. Petrus 2,15 und Judas 11 bestätigt das. Der Götzendienst nimmt im christlichen Bekenntnis eine verhülltere und hinterhältigere Form an als in der heidnischen Welt. Es ist aber deswegen Gott nicht weniger missfällig. Was auch das Volk Gottes in weltliche Verbindungen zu verstricken sucht, ist der Wahrheit schnurstracks zuwider. Denn der Herr sagt: Wenn ihr von der Welt wäret, so würde die Welt das ihrige lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Johannes 15, Vers 19. Und Jakobus sagt: Wisset ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft wider Gott ist? Kapitel 4, Vers 4. Es ist sehr ernst, daran zu denken, dass es bekennende Christen gibt, die die Lehre Balaams festhalten. Sie führen nicht nur einen weltlichen Wandel, sondern ihre Lehre hat zum Ziel, solche, die dem Bekenntnis nach Gottes Volk sind, in eben die Welt zu verstricken, von der er sie befreien wollte. Wider alle solche wird das scharfe, zweischneidige Schwert des Sohnes des Menschen bestimmt Krieg führen. Sie sind unwiderruflich seine Gegner und werden von ihm als solche behandelt werden. Im Lichte dessen kann man verstehen, wie schrecklich es war, dass ein Mann von den Kindern Israel kommen konnte und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, als diese an dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft weinten. Vers 6.
Die ganze Gemeinde weinte, da sie fühlte, sie war unter Gottes Missfallen gekommen. Und doch achtete einer der Fürsten die ernste Warnung, die ernste Übung dieses Augenblicks vor aller Öffentlichkeit gering. Es heißt, er brachte das Weib zu seinen Brüdern, was besagt, dass seine Tat sie alle im Begriff. Bedenken, Christen, die zu weltlichen Unterhaltungen gehen und Novellen lesen, wirklich, dass sie alle ihre Brüder damit eins machen. Ich fürchte, das wird oft vergessen. Wir denken, das ist unsere eigene Angelegenheit und dass dies niemand weiter berühre. Doch wenn ich dem Volke Gottes angehöre, so mache ich alle mit dem eins, was ich tue. Mein weltliches Verhalten ist dann dazu angetan, das ganze Zeugnis Gottes zu verderben. Wie ernst ist das? Kein Wunder, dass ein derartiger Anblick und der Gedanke, dass dies alle die Brüder in sich begriff, die Seele des Binnehass mit einem göttlichen Eifer erfüllte. Er stand auf aus der Mitte der Gemeinde und nahm eine Lanze in seine Hand und er ging dem israelitischen Manne nach in das Innere des Zeltes und durchstach sie beide. Vers 7 und 8. Jehova sprach dann von ihm: Er hat in meinem Eifer in ihrer Mitte geeifert. Er hat für seinen Gott geeifert. Vers 11 und 13. Lauheit und halbherzige Maßnahmen waren da nicht an der Zeit. Es waren schon an dem einen Tage 24.000 an der Plage gestorben, Vers 9. Eine Sühnung musste geschehen. Sie ward in diesem Falle durch die Ausführung eines geeigneten Gerichtes vollzogen. Binnehas hielt das aufrecht, was Gott in priesterlicher Gerechtigkeit zukam. Und das ausgeübte Gericht ward von Gott als Sühne für die Kinder Israel angenommen, Vers 13. Wir haben gesehen, dass viele an den Folgen einer Übertretung zu leiden haben können. Doch andererseits ist es ein Trost, dass auch viel Nutzen aus einer Gerechtigkeit ziehen können. Das gilt vor allem von der einen durch den Herrn Jesus Christus gewirkten Gerechtigkeit. Doch es gilt auch dem Grundsatz nach von einem jeden, der in Treue gegen Gott handelt, mit Bezug auf das, was ihm gebührt. Jede gerechte Tat, die das aufrecht hält, was der Wahrheit entspricht, kommt dem ganzen Volke Gottes zugute. Das Gericht des Bösen macht notwendig den Eindruck von Strenge, doch es ist wirklich der einzige Grund, dass Gott in Güte mit seinem Volke sein kann. Man kann es als Sühne betrachten, die ein sonst unvermeidliches Gericht verhütet. Gott nimmt mit Wohlgefallen von einer heiligen Zurückweisung dessen Kenntnis, was ihm missfällt, wenn sie auch nur bei einem kleinen Überrest seines Volkes zu finden ist. Und die Tatsache, dass das Böse in dieser Weise gerichtet wird, ist vor Gott wichtiger und der Gesamtheit seines Volkes vielleicht mehr zum Segen, als wir ausdenken können. Treue gegen Gott im Richten dessen, was ihm missfällt, ist die treueste Liebe und sie kommt seinem ganzen Volke zuguten. Die unnachgiebige Entschiedenheit des Binnehas, die keine Verbindung mit der Welt und dem Götzendienst dulden wollte, tat Sühnung für die Kinder Israel und alle hatten Nutzen davon. Sie sicherte auch dem Binnehas den Bund des Friedens Jehovas und den Bund eines ewigen Priestertums, sodass seine Nachkommen, die Söhne Zadoks, das Priestertum im tausendjährigen Reich ausüben werden. Ezekiel 44, Vers 15, Esra 7, Vers 2 bis 5, 1. Chroniker 6, Vers 4 bis 8. Wenn keine Treue in dem vorhanden, was Gott zukommt, kann es auch keine wahre Heiligkeit geben. Und ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn schauen. Hebräer 12, Vers 14. Dann hört der wahre priesterliche Dienst auf. Wir lesen von Binnehas nicht, dass er als Priester opferte oder Fürbitte tat. Er war ein Kampfpriester. Als Jehova sein Volk an den Midianitern rächen wollte, sandte Mose 12.000 zum Heere Gerüstete aus,
und Pinhas, der Sohn Eleazars, des Priesters, zum Heere, und die heiligen Geräte, die Trompeten zum Lärmblasen, waren in seiner Hand. Kapitel 31, Vers 6. Und später, als die 2,5 Stämme einen Altar groß von Ansehen am Jordan bauten, was als eine Auflehnung wider Jehova betrachtet wurde, die ein strenges Gericht erforderte, sandte man Pinhas mit 10 Fürsten, um sie zur Ordnung zu rufen. Josua 22, Vers 10, 13 und 14. Und als dann wieder eine entsetzliche Schandtat in Israel Strafe erforderte und die Kinder Israel Jehova fragten, was sie tun sollten, hörten wir, dass Pinhas in jenen Tagen vor der Lade stand. Richter 20, Vers 28. Er muss da schon ein alter Mann gewesen sein. Dennoch sehen wir ihn wieder in Verbindung mit Kampf und als einen, der in Treue gegen Gott handelt. Wenn sich Böses ereignet, so muss das heilige Priestertum notwendig in den Kampf eingreifen. Man redet zuweilen von der streitenden Kirche. Und es wäre gut, wenn die Kirche sich dieser Bezeichnung würdiger erwiese. Es ist höchst wichtig, ein guter Kriegsmann Jesu Christi zu sein. 2. Timotheus 2, Vers 3. Nur solcher ist der Bund des Friedens Gottes. In der Geschichte der meisten Gläubigen gibt es Zeiten der Prüfung, wo man sofort und entschieden in den Kampf eingreifen muss. Tut man das nicht, so hat man sich einem Einflusse zu unterwerfen, der wirklich böse ist und zum Götzendienst führt, und muss das aufgeben, was in den vorliegenden Umständen Gott zukommt. Das ist sehr ernst, weil es uns in der Regierung Gottes sein Missfallen zuzieht. Paulus erinnert an die vielen Tausende, die an diesem Tage der Verführung fielen, und fügt dann hinzu: Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder, und sie sind geschrieben worden zur Ermahnung für uns, auf welche die Enden der Zeitalter gekommen sind. 1. Korinther 10, Vers 8 und 11. Es ist herrlich zu wissen, dass Pinhas noch ein anderes Amt ausfüllte, das aber erst viel später erwähnt wird. Als von den Torhütern in 1. Chroniker 9 die Rede ist, heißt es, und Pinhas, der Sohn Eleasars, war vor dem Fürst über sie. Jehova war mit ihm, Vers 20. Ich denke, er war der Erste, der das Amt des Torhütens beim Zelte der Zusammenkunft hatte. Es war eine heilige Pflicht, Wache an den Toren des Hauses Jehovas, des Zelthauses, zu stehen, Vers 23. Das weist klar darauf hin, dass man im Blick auf die, denen gestattet wurde, dem Zelte der Zusammenkunft zu nahen, wachsam zu sein hatte. Das ist uns ein Gebot des Herrn. Wir finden in der Schrift nicht den Gedanken, dass geistliche Vorrechte jedem offen stehen, der von ihnen Gebrauch machen möchte. Der Zutritt zum Zelte der Zusammenkunft und später der zum Tempel war nicht der Verantwortlichkeit derer überlassen, die einzugehen wünschten. Von eben der Zeit an, da Gott eine Stätte hatte, wo ihm sein Volk nahen konnte, gab es Torhüter. Von denen in 1. Chroniker 9, 22 aber heißt es, David und Samuel, der Seher, hatten dieselben in ihr Amt eingesetzt oder hatten sie hierzu bestimmt wegen ihrer Treue. Mit Bezug darauf, dass Pinhas Fürst über die Torhüter war, heißt es, Jehova war mit ihm. Zweifellos offenbart er darin, wen er zum Zelte der Zusammenkunft zuließ, denselben Eifer wie bei der Tötung des Simri. Wir müssen beklagen, dass im christlichen Bekenntnis ein großer Mangel an dieser heiligen Wachsamkeit geherrscht hat. Man hat das Tor unbewacht gelassen und viel Weltliches und Fleischliches ist hereingekommen. Dieser Zustand legte allen, die in den letzten Tagen treu zu sein wünschen, die Verpflichtung auf, nach dem Worte aus 2. Timotheus 2, 19 zu handeln. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit.
Wenn wir unter den gegenwärtigen Verhältnissen christliche Gemeinschaft pflegen wollen, so kann das nur geschehen, insoweit wir nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Friede mit denen anstreben, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. 2. Timotheus 2, 22. Um eine derartige Stellung einzunehmen, müssen wir wachsam im Torhüten sein. Dazu bedarf es etwas vom Geiste eines Pinhas. Wir können sicher sein, dass unter seiner Verwaltung keine Lockerheit herrschte, was die Zulassung Ungeeigneter anlangt. Pinhas war zuerst auf Gott bedacht. Ihm lag vor allem daran, dass alles der Stätte entsprach, wo Jehova in Heiligkeit wohnte. Es ist gut für solche, die das Amt des Torhütens haben, und allen Gläubigen liegt diese Verantwortlichkeit bei, bis zu einem gewissen Grade ob. Daran zu gedenken, dass Phinehas Fürst über die Torhüter war und dass Jehova bei der Ausübung dieses Amtes mit ihm war. Wenn wir wirklich gesonnen sind, in diesem Dienste des Wachens an den Toren treu zu sein, also treu in der Zulassung derer, die die sittliche und geistliche Befähigung dafür haben, und treu in der Zurechtweisung dessen, was nicht im Einklange mit der Wahrheit oder der Heiligkeit ist, die dem Hause Gottes geziemt, so wird er auch ganz bestimmt mit uns sein, wie er es mit Phinehas war. Dir will ich folgen.